Yo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Update. Wir sind immer noch in der Green Week, könnt ihr vielleicht sehen. Letzten Dienstag haben wir schon eine mega coole Hybridkarre getestet, hier oben. Diese Woche gibt es noch was Besseres, wir haben einen draufgesetzt. Und es geht um Thema ABS-Sensoren, also dranbleiben, Intro ab. Als erstes erkläre ich euch jetzt mal, wie ABS-Sensoren funktionieren. Das sind diese kleinen nervigen Dinger, die sind irgendwo in der Radnabe und brechen immer ab, wenn man da irgendwas arbeiten muss und dann muss man die so ganz kompliziert wieder rausfräsen. Die sind aber nicht nervig, die haben eine ziemlich sinnvolle Funktion, nämlich, ich habe hier schon mal angefangen zu malen, das hier fehlt gleich der Sensor, da kommt gleich noch Inhalt rein. Das ist jetzt der ABS-Sensorring. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, manchmal so mit 10, manchmal sind es auch so gefräste Lücken und so weiter. Die drehen sich halt mit in Raddrehzahl und der Sensor kann dann quasi anhand dessen die Drehzahl erkennen. Wie macht er das? Wir haben einen Weicheisenkern und wir haben einen Magneten hier drin. So mit Nordpol, hier noch einen Südpol. Und wir haben um den Weicheisenkern eine Spule. Wenn ihr denkt, das habe ich bei euch schon mal gesehen, genau, Zündspulenvideo, da oben, da hat der Marian das erklärt, ist vielleicht fast ein ähnliches Prinzip. An die Spule sind jetzt hier die Kontakte angeschlossen. Die können wir hier sehen im Stecker, quasi da, wo der Stecker drauf kommt. Was passiert jetzt? Das Rad fängt an, sich zu drehen. Dadurch, dass wir hier mal einen Zahn und eine Lücke haben, wird hier in der Spule eine Hochspannung induziert. Sieht ungefähr so aus, wenn wir das jetzt mit einem Oszilloskop sichtbar machen würden. Quasi so eine Sinuskurve. Und anhand der Dauer so einer Kurve kann das ABS-Steuergerät jetzt feststellen, wie schnell sich das Rad dreht, ob es sich überhaupt dreht. Und das ist einfach unheimlich wichtig für die Funktion des Antiblockiersystems. Wie das ganze System zusammenarbeitet, das zeige ich euch jetzt. So, um euch das Ganze gut zu zeigen, habe ich mal einen alten Fünfer besorgt, weil um BMW wird es heute nochmal in der Sendung gehen und ich dachte, so ein alter Fünfer ist auf jeden Fall sehr werkstattnah. Hier können wir das ABS-System sehen. Habt ihr alle gesehen, so oder so ähnlich sieht es meistens aus im Fahrzeug. Hier haben wir quasi zwei Leitungen, die kommen vom Hauptbremszylinder. Der Hauptbremszylinder, für die Leute, die nicht in der Werkstatt arbeiten, das ist das Ding, was auf der anderen Seite von eurem Bremspedal sitzt und quasi den Druck, den ihr mit dem Fuß aufbaut, weitergibt, beziehungsweise in die Flüssigkeit weitergibt. Mit der Bremsflüssigkeit kommt der Druck jetzt hier rein und wird hier auf alle vier Räder verteilt. Zweimal vorne, zweimal hinten. Wenn wir jetzt bremsen, bekommen alle Räder gleichmäßig den Druck ab, verzögern also. Angenommen, wir haben jetzt auf einem Rad eine schlechtere Fahrbahngegebenheit, zum Beispiel eine Pfütze. Das heißt, das Rad blockiert in dem Moment, weil der Bremsdruck einfach so hoch ist und der Untergrund so weich, dass es einfach darüber rutscht. Mithilfe des ABS-Sensors merken wir jetzt, okay, das Rad steht still und das ABS-Steuergerät fängt an, den Bremsdruck von diesem Rad zu lösen. Das heißt, es kann wieder anfangen zu drehen. Sobald das Rad jetzt wieder in Bewegung ist, gibt das ABS-Steuergerät wieder Druck auf dieses Rad und wir fangen wieder an zu verzögern. Das Ganze machen wir so lange, bis wir entweder wieder festen Boden unter dem Reifen haben oder das Fahrzeug stillsteht. Je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Im Schnee ist es halt so, dass alle vier Räder diesen Prozess durchgehend machen. Das merkt ihr dann immer im Pedal. Das vibriert halt so, so schnell arbeitet unterm Strich das ABS. Und ihr seht es im Kombi-Instrument, die Lampe blinkt, okay, hier wird geregelt. Was vielleicht noch interessant zu wissen ist, die optimale Verzögerung haben wir bei einem Schlupf von 8-25%. Das heißt, 20% Schlupf sind ungefähr, wenn das Fahrzeug 1 Meter rollt, macht das Rad eine Umdrehung von 0,8 Metern. Quasi würden wir 1 Meter abrollen, hätten wir keine Verzögerung. Würde das Rad stillstehen, also 0 Meter machen, würden wir rutschen, dann haben wir auch keine Bremswirkung oder nur eine sehr geringe Bremswirkung. Bei 8-25% ist das Ganze optimal. Das heißt, das Rad verzögert quasi leicht, gleitet leicht über den Boden, das merken wir nicht. Das ist unterm Strich die Verzögerung. Das wäre es erstmal dazu. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr habt mich alle verstanden. Ich rede manchmal so ein bisschen durcheinander, ich weiß. Falls nicht, einfach in die Kommentare, dann gehen wir nochmal genauer drauf ein, damit ihr das alle schön verstanden habt nachher. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Beitrag zu unserer Green Week. Viel Spaß! Unterwegs hier im wunderschönen futuristischen BMW i8. Ich habe das Ding jetzt ein paar Tage gefahren, um das zu testen, aber es ist so genial. Es macht so viel Spaß. Vor allem, wir können mit dem Ding rein elektrisch fahren, so voll undercover. Also man sieht von außen, klar, es ist flach, es ist breit, sportliches Auto. Aber vom Geräusch ist es so Schleicher. So, und dann können wir hier in den Sportmodus gehen. Verbrenner geht an und dann haben wir richtig krassen Sound. Das ist so abnormal, das kann man sich nicht vorstellen. Es ist für einen Dreizylinder echt richtig krass, aber es ist natürlich auch gefaked, weil der Motor klingt nicht von selber so, sondern wir haben extra Aktuatoren im Auspuff und außerdem machen die Lautsprecher hier drin auch noch so ein bisschen Lärm, damit es für den Fahrer und auch für den Außenstehenden sehr
sehr sportlich klingt, ist super gelungen. Also ich würde sagen, man merkt nicht, dass es gefaked ist, nur wenn man es weiß, ist es halt leider so. Es fährt sich super komfortabel. Ich finde, es ist sehr BMW-typisch Design, dennoch sehr schick gemacht, modern. Tacho ist bei dem Fahrzeug komplett alles digital. Kannst du da mal kurz drauf filmen? Wir sind jetzt im Eco-Pro-Modus. Wir können jetzt auch umstellen auf Komfort-Modus, dann ändert sich nicht viel. Wenn wir in den Sport-Modus gehen, zack, alles aggressiv, rot, sieht mega geil aus. Die Anzeige ändert sich. Wir haben jetzt hier ein Drehzahlmesser für den Motor. Hier zeigt er uns die Tankreichweite an, außerdem wie weit wir elektrisch fahren können. Wir können nämlich rein elektrisch fahren oder mit dem Verbrenner. Dann wirkt der Elektromotor als Unterstützung und so erreichen wir halt die Systemleistung. Wir haben nämlich im Verbrenner 1,5 Liter Dreizylinder mit 230 PS. Außerdem Elektromotor 130 PS zusammen mit der Systemleistung über 360 PS. Also es marschiert schon ganz brutal nach vorne. 0 auf 100 schaffen wir in 4,4 Sekunden. Also es ist ein sehr, sehr sportlicher Wert. Und so fährt er sich auch. Also unheimlich sportlich, direkt, macht mega Spaß. Es ist wirklich ein rundum gelungenes Auto, mega schick. Ich würde sagen, wir genießen noch ein bisschen und wir sehen uns gleich in der Werkstatt wieder. Was für eine Karre. Habt ihr es gerade gehört von außen, diesen Sound? Mega krass, wie so ein Raumschiff oder so. Das ist extra dieser Ambient-Sound. Diese Tür, ne? Flügeltüren waren schon immer mega. Ich glaube, die baue ich mir auch ein in meinem Opel Corsa D. Ne, ich habe keinen Opel Corsa, aber mega cool. Außerdem keine Türgriffe. Das Ganze ist hier versteckt. Von hier hinten kann man quasi reingreifen. Von außen nichts sichtbar. Auch für den Luftwiderstand, glaube ich, mega gut. Felgen, 20 Zoll Serie. Sehen auf dem Auto auch mega groß aus. Wirklich voll gelungen. Auch das Design mag ich. So, und hier finde ich mega krass, diese Spoilerlinie hier. Und vor allem hier innen drinne kann man so reingreifen. Das ist quasi, als wenn ein Stück Auto fehlt. Das sieht einfach so mega krass aus. Guck mal von hier durch. Also eine ganz krasse Linienführung. So, hier natürlich E-Drive können wir lesen. i8. So, auf der Seite natürlich nochmal das gleiche, auch diese mega coole Linie. Außerdem hier, Heckklappe ist komplett Glas, kann man quasi durchgucken. Man sieht leider keinen Motor, der ist gut versteckt, aber man hört ihn, ja, habt ihr eben mitgekriegt. Hier auf der Seite das gleiche wie eben und hier auf der Motorhaube finde ich mega cool diesen Luftauslass. Wir saugen quasi hier vorne die Luft ein, hier steckt so schräg ein Kühler drin und die Luft wird hier rausgeblasen. Sieht halt mega fancy aus und hier drunter für die Endkunden ist Sperrgebiet. Also es gibt keinen Schalter, keinen Hebel, um das Ding aufzumachen. Das kriegen nur die Werkstätten auf, weil der Kunde hat da auch nichts zu suchen. Da ist die ganze Technik und so weiter, da kann man als Endkunde nichts verstauen. Kein Stauraum. Hinten ist ein bisschen Platz, wie man das so von Sportwagen halt gewohnt ist. Wenn wir unser Auto suchen, jetzt auf dem Parkplatz oder so, aufschließen, wenn man es nicht sowieso schon sieht. So, Standlicht geht an, sieht mega cool aus. Also ich würde den so einpacken und mitnehmen. Das Einzige, was vielleicht nicht zu meiner Garage passt, ist der Preis. Aber vielleicht kommen wir ja nochmal dahin, ne? Sieht auf jeden Fall mega geil aus, mega cool diese Karre. Was ich noch gesehen habe, wir haben ultra viel Kameras. Wir können in der Kamera drinnen, wenn wir quasi einen Parkpilot benutzen, können wir eine Rundumsicht vom Auto erzeugen. Wie funktioniert das? Vorne haben wir eine Kamera. Wir haben hier unter den Spiegeln noch Kameras, eine normale Rückfahrkamera und dadurch kann das Auto quasi so eine digitale Rundumsicht berechnen und dann hat man das Auto in der Draufsicht und kann rundum sehen, wo man jetzt gerade nicht anecken dürfte. Außerdem noch eine Kamera, wie das heutzutage viele haben, hier Fahrerassistenzsystem, da haben wir auch nochmal ein Video drüber gemacht, verlinken wir euch hier oben, könnt ihr mal reinschauen. So, das war's jetzt mit der Sendung, ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich, es war mega cool. Vielleicht habt ihr noch was gelernt, Thema ABS, war vielleicht auch mal ganz spannend. Und an alle da draußen noch einen lieben Gruß von Marian soll ich ausrichten. Von mir natürlich auch einen an den Marian, hoffentlich bist du nächstes Mal dabei und ich hoffe, du bist nicht so sauer, dass du den Spaß jetzt nicht hattest. Aber ich denke mal, die ein oder andere coole Karre werden wir hier noch haben, die präsentieren wir euch dann natürlich. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonnieren da unten in dem Kreis. Gerne noch die alten Videos anschauen und ich mache mich vom Acker. Ciao. So.